Ohne mir das. Sorry. Ich habe so lange auf diese Adventskalender gewartet. Es ist tatsächlich jetzt schon Spätabend. Ich bin müde. Ich bin müde. Hi, ihr Lieben. Macht ihr heute gemütlich. Ich habe neue Adventskalender bekommen, den ich habe für mich selber bestellt. Und den ich wollte mit euch heute gemeinsam auszupacken. Also, das ist jetzt Parfümerie Becker 2023. Der ist übrigens, obwohl der ist so schmal und klein, sehr schwer. Was freut mich natürlich schon sehr. Dieser Kalender hat auch Parfüme. Mein Lieblingsthema. Und ich habe da der teuerste Adventskalender bestellt. Gibt es drei Varianten. Für Frauen zwei Stück. Diese genau heißt Deluxe. Und gibt es die dritte, das ist für Männer. Für Männer, ihr schaut bei mir sowieso nicht so gerne. Und für Frauen, ich habe für mich die teuerste ausgesucht, weil ich hoffe, dass da gibt es da nicht so diese kleinen Probchen. Also so wie er wiegt, ich hoffe, dass da gibt es ein bisschen größere Probchen. Ja. Als ich hier vor 2 Wochen ungefähr bestellt habe, hat gekostet 69,99. Jetzt, ich wollte mich zu diesem Video vorbereiten. Ehrlich gesagt, ich bereite mich schon den ganzen Tag zu diesem Video, aber der Post ist gegen 5 Abend zu mir angekommen. Ich bin tatsächlich schon müde, aber na gut, egal. Ich bin trotzdem sehr motiviert, weil ich habe auf diesen Adventskalender wirklich sehr, sehr gewartet. Und echt, ehrlich gesagt, schade, dass ich immer so spät Post bekomme. Ich wollte mit euch im Wohnzimmer ganz gemütlich im Couch sitzen, nehmen ein Glas Saft, ja? Und euch auch wünschen, ein Glas Saft mitzunehmen und mit mir gemeinsam so genießen, ja, locker diese Adventskalender auszupacken. Na gut, jetzt ist schon zu spät, Tageslicht ist, gibt es nicht mehr, nur Softboxen. Hey, ich rede zu viel. Egal, es ist Video zum Spaß. Ich habe mich zu diesem Video angefangen vorbereiten. Ich wollte Warenwert in diesem Adventskalender einschauen. Und ich habe festgestellt, dass seit diesen 2 Wochen, während ich habe Adventskalender gewartet, der ist 20 Euro teuer geworden. Es tut mir leid, ich bin schockiert. Wirklich, sowas, ich habe noch nie erlebt, dass in so kurzer Zeit und dann 20 Euro teuer geworden. Damals, ich habe 69,99 bezahlt, also 70 Euro. Jetzt der kostet 89,99, also 90 Euro. Warenwert 248. Für mich pro Türchen kostet, also eine Türchen für mich, ich habe natürlich durchgerechnet, kostet dann 2,90 Euro. Klasse, ja. Für euch, wenn ihr wolltet jetzt bestellen, kostet 3,75 Euro. Immer noch super. Ich habe natürlich früh ihn schon gesehen, im letztes Jahr. Und der hat ganz tolle Produkte. Also hier solltet Parfüme sein. Deswegen, ich freue mich, weil Parfüme, das ist mein Lieblingsthema. Ich liebe das. Schaut ihr, an dieser Seite nichts. An dieser Seite so einfacher, so schlichter Design. Aber wie gesagt, Warenwert soll richtig, richtig gut sein. Ich ziehe diese Hülle raus. Also so sieht das drinne. An die andere Seite, man sieht, dass man könnte diesen Adventskalender so aufbauen, dass man könnte ihm stehen. Sehr praktisch. Wir haben hier Weihnachtsbaum und diese, wie heißt das? Nussknacker, ja, Nussknacker. Das ist als Kugel, Weihnachtskugel, dann hier Parfüme. Ich sehe hier, ich denke von Yves Saint Laurent eine Mascara. So, Mädels, dann starten wir mit Türchen Nummer 1. Und wenn ihr seid neu auf meinem Kanal, ihr könnt dann ganz gerne absolut kostenlos meinen Kanal abonnieren, wenn ihr wolltet mich aus dem Auge nicht verlieren, wenn ihr wolltet meinen Kanal nicht verlieren und keine neuen Videos von mir verpassen. Türchen Nummer 1 ist ganz klein erstmal. Aber, hallo. Das ist ja ganz tolle Stadt. Coco Mademoiselle Chanel. Wir haben hier 1,5 Milliliter. Okay, immer noch sehr klein, aber das ist natürlich Parfum, der lässt sehr lange Schleife hinter sich. Ja, ihr kennt das. Und richtig schön eingepackt, so dass man könnte ihm tatsächlich dann weiter verschenken. Das ist diese Miniatur. Oh, ich könnte nicht öffnen. Ah, könnte ich doch. Das könnte so rauschen. Wie süß ist das bitte? Das ist diese kleine Miniatur. Also ganz toll. Ehrlich gesagt, diese Duft selber, ich trage nicht. Ich könnte ihn nicht ab. Das ist für mich zu intensiver Duft. Aber den, ich weiß, wem ich könnte
weiter verschenken, boah, der riecht schon durch die zugeschlossene Flasche. Mein Gott, das ist so klein, so süß, aber ich bin so froh. Alter. Parfume, es ist mein Thema. So, jetzt wird heute ein sehr emotionales Video. Türchen Nummer 2, etwas langeres und sehr schwer. Ich denke, das ist Full Size. Und was ist das? Nee, hier. Hier sind ein paar Produkte. Okay, wir starten. Wir starten erstmal mit diesem Produkt. Yves Saint Laurent Lash Clash Mascara Volumen Extrem Volumen Mascara. Super. Also das ist jetzt Reisevision. Freue ich mich richtig sehr. Das ist natürlich in die Farbe Black. Perfekt. Ich habe noch nie probiert. Oh wow, schicke. Schicke Verpackung. Ich habe in meinen Händen noch original selber nicht gehalten. Deswegen freue ich mich, diese Mascara auszuprobieren. Entschuldigung, ich wollte Mascara nicht öffnen, weil bei mir momentan sind sehr, sehr viele Mascara angefangen, geöffnet. Und wir haben hier von Alexandra diese Marke für Nägel, Marke Alexandra Spa Beauty Momente Manicure File. Okay, File normalerweise nervt mich sehr, aber Alexandra, das ist eine sehr gute Marke. Das ist dann zusätzliches Produkt im Türchen Nummer 2, deswegen absolut erträglich und das ist sehr gute File. Also diese File ist tatsächlich sehr gut und das ist Full Size, das ist keine dieser Miniatur, die nervt mich richtig. Türchen Nummer 3. Oh, das ist jetzt tatsächlich sehr leichtes Türchen. Eieieiei. Sophie's Garden. Phytocellulaire Eye Mask. Ach, das ist ja schön. Okay, das ist jetzt Augenmaske. Ich weiß nicht, diese Marke kenne ich tatsächlich nicht. Ich könnte euch dazu nichts sagen. Aber normalerweise, die kostet so ungefähr, ja, 3 Euro. Keine Ahnung. Also, gut. Ich finde auch sehr gute Türchen. Türchen Nummer 4. Also ich wünsche mir, dass hier wurde meistens nur Make-up-Produkte und Parfume. Ich freue mich schon. Klasse. Klasse. Miss Dior oder Parfum. Von Marke Dior, Miss Dior. Ist das nicht toll? Das ist Eau de Parfum, ja? Das ist keine Eau de Toilette. Das ist Eau de Parfum. 5 ml. Merkt ihr übrigens, dass Chanel immer noch teuer als Dior. Oh, klasse. Oh mein Gott, ich freue mich richtig. Schick. Schick, einfach nur schick. Ich muss riechen, weil diese Duft tatsächlich kenne ich nicht. Ich habe von meinem Sohn zu meinem Geburtstag Miss Dior, aber diese Blumen Bouquet. Wunderschöne Duft. Mmh. Oh, es riecht so, so gut. Türchen Nummer 5. Das ist jetzt etwas ganz Schweres. Marvis, was ist das denn? Marvis von einer Marke Marvis. 25 ml. Whitening Mint. Das ist ja Zahnpaste. Okay. Aha. Für die Zähne weiß machen. Zahnpasta hier. Ich weiß nicht, vielleicht sie ist tatsächlich was sehr, sehr Besonderes, aber das habe ich nicht erwartet. Ich sage euch ehrlich. Türchen Nummer 6 und das ist jetzt Nikolaus. Schaut ihr, wie groß ist diese Türchen. Okay, etwas sehr schön eingepackt. Hier sind drei Produkte von eine sehr, sehr teure Marke La Mer. Die ist unverschämt teuer. Creme Moisturizer, das ist Klassiker. 7 ml. Ich habe diese Creme auch als Proben früher gehabt. Das ist fantastische Creme. Sehr reichhaltig, spendet intensiv Feuchtigkeit. Regeneriert Haut sehr gut. Also Creme wirklich sehr, sehr gut. Es ist keine Anti-Age-Creme. Es ist einfach nur Creme, die hat diesen Heilungsprozess, wenn man hat Wunden, Irritation, Probleme mit dem Haut. Ich freue mich auf diese Creme wirklich sehr, auch wenn das sehr wenig. Und hier dazu gibt es noch The Eye-Konzentrat. Das ist ja richtig gut. Eine Augenprodukt, Konzentrat, ich weiß nicht, ist das eine Serum hier oder das ist eine Creme. Hier übrigens 3 ml. Es reicht für sehr, sehr lange Zeit. Also diese 3 ml, obwohl das ist sehr wenig, aber
Für einen Monat auf jeden Fall. Und noch die dritte Produkt, die Regeneration Serum. Für das ganze Gesicht wahrscheinlich. Hier haben wir 5 ml. Also diese beiden Augencreme und Serum habe ich noch nie probiert. Deswegen, diese Türchen finde ich auch richtig, richtig gut. Besonders für High-End-Pflegeprodukte, Lipgloss. Sehr gute Türchen. Türchen Nummer 7. Oh mein Gott, das ist jetzt schwer, Türchen. Tatsächlich, dieser Adventskalender ist fast so schwer. Ich habe gefühlt, wie Look Fantastic war, obwohl Look Fantastic war sehr groß, ja. Wow, hier ist Full-Size von Biotherm Life Plankton Elixir Serum. Ich habe früher tatsächlich von Biotherm auch Pflege für mich gekauft. Hat mir richtig gut gefallen. Das einzelne parfümiert, einige Produkte haben leider Alkohol, die man merkt sofort. Auf jeden Fall, dieses Serum, ich wurde für mich behalten. Klasse. Hier ist 50 ml. Fantastisch. Also meine Emotionen, ihr seht, ja. Oh. Ich habe mir schöne Geschenke gemacht. Obwohl das ist Pflegeprodukt, was ich habe mir nicht gewünscht, aber sowas, es ist richtig, richtig gut. Türchen Nummer 8, es ist kleines etwas wieder, aber schwer. Und hier haben wir von Shiseido Future Solution LX Legendar and May Ultimative Brilliance Eye Creme. Klasse. Richtig gut, richtig gut. Hier ist Augencreme, 5 ml, reicht auch für einen Monat. Nee, das ist ein bisschen länger, weil Originale normalerweise 15 ml. Und jetzt rechnet ihr ungefähr, wie lange reicht euch eine Augencreme, ja, normale Standard-Augencreme. Also, ja, das ist 5 ml, das ist für sehr lange Zeit. Und ich habe früher von Shiseido Augencreme auch gehabt, aber nicht diese leider. Leider nicht das, was ich habe früh gehabt. Also, aber trotzdem, ich würde diese auch sehr gerne probieren und guckte im Glas, ich denke. Und das ist was Neues für mich. Ich freue mich auch zu probieren. Und das wurde wirklich original gemacht, aber mini gemacht, ja. Also diese Perlen, diese... Wow. Shiseido, normalerweise Creme für die Augen sind sehr oft sehr reichhaltig. Deswegen super für reife Haut. Pflegeprodukte von Shiseido für das Gesicht mag ich nicht so gerne. Deswegen freue ich mich besonders, dass hier Augencreme nicht für das Gesicht etwas, weil sehr oft sehr viel Alkohol drin. Also dieser Alkohol steht so oben, das irritiert meine Haut. Also ich könnte keine Toner davon benutzen. Also in die Türchen Nummer 9. Parfümierte Stück Seife. Und es riecht wunderschön. Wow. Boah, das ist so intensiver Duft, das riecht nach Blumen, Rosen und Flederbaum. Wunderschön, wunderschöner Duft. Einfach so irgendwo zwischen Klamotten liegen und dann riecht in dem ganzen Schrank. Türchen Nummer 10. Oh, wow. Das ist ja eine richtig tolle Entscheidung von Estée Lauder Day Wear. Eine Augencreme, 3 ml. Augencreme von Estée Lauder liebe ich auch sehr. Die sind auch sehr, sehr gut. Das Einzelne, die fühlen sich ein bisschen silikonig, aber trotzdem, die sind sehr, sehr gut. Und wenn man jetzt alle Augencreme zusammenstellt, dann bekommen wir Full Size. Full Size, eine Creme, kann man so sagen, aber von sehr luxuriösen Marken. Deswegen schon mit diesem Augencreme, wir haben diesen Preis ungefähr bekommen. Ja? Übrigens auch selber hier, das ist aus dem Glas. Ich denke ja, das ist Glas. Oder hochwertige Plastik, weiß ich nicht. Fühlt sich wie Glas. Wie gesagt, das ist auch diese Probchen, aber die sind schon ein bisschen größer und die sind nicht in diese flache Tütchen. Wisst ihr, dass man muss rausdrucken. Tütchen Nummer 11. Eine Tasche, Camellia, ist das, also normalerweise das ist für mich wie Chanel. Diese, ja, noch eine Tasche, ah, das ist Augenmaske, das ist diese Schlafmaske, wisst ihr? Oh nee, das gefällt mir nicht. Nee, das gefällt mir nicht. Ich habe aus der Seide, die ist tatsächlich sehr angenehm. Was ist das für eine Marke, weil steht nie irgendwo. Also für mich, das ist ein tatsächlich füllendes Produkt. Stoff, diese Qualität nicht gut. Also sowas gefällt mir nicht. Nee, also das ist nein leider.
Aber bis jetzt, das erste Füllungsprodukt hat mir nicht gefallen. Türchen Nummer 12. Also wir haben schon mit euch halbes Adventskalender geöffnet. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wie findet ihr ihn bis jetzt. Von Shiseido. Oh, ich hoffe, dass im Türchen Nummer 24 wird keine Shiseido. Wie gesagt, das ist leider nicht meine Marke. Von Shiseido, wir haben Ultimoon Konzentrat Aktivator Energy Sound. Teuer, berühmte Serie von Shiseido, Emo Generation Red Technologie. Hier haben wir eine Serum 10 ml. Etwas, ich habe auf jeden Fall früh davon probiert, aus dieser Serie. Und leider war auch sehr viel Alkohol drin. Ich würde erst meinen Heizstufen hier nachher in Ruhe einschauen und entscheiden, ob ich öffne diese Flasche für mich oder ich würde weiter verschenken. Kunststoffverpackung, aber wieder original gemacht. Auf jeden Fall richtig schick, richtig schick. Auch selber jemandem sowas verschenken ist nicht peinlich. Türchen Nummer 13. Es ist wieder von dieser Marke, die ich kenne nicht. Safis Garden Essentials Phytocellular Lotion. Gott, ich kenne diese Marke überhaupt nicht. Hier ist 10 ml. Vielleicht ihr kennt diese Marke. Vielleicht jemand hat ausprobiert. Ich muss erstmal für mich Inhaltsstoffe anschauen. Schaut ihr. Hey, wir haben doch sehr viele Pflegeprodukte. Aber okay, für die Augencreme, ich freue mich. Und auf diese Serie La Mer, auf jeden Fall. Türchen Nummer 14. Sehr schön. Wir haben, ich denke, wieder Parfum, oder? Trussardi. Trussardi pure Jasmin oder Parfum Natural Spray 10 ml. Klasse. Trussardi übrigens hat auch einige Düfte. Sie sind so wunderschön. Oh, das ist etwas süßlich. Das ist ja ein richtig schöner Duft. Pudrige Duft. Also nicht so ganz süß. Ah, etwas hier. Ja, Blumen sind hier, aber Gott sei Dank nicht intensiver Jasmin. Wisst ihr? Oh, der ist sehr schön. Also der gefällt mir richtig gut. Elegant. Hm. Wird wahrscheinlich eine Schleife hinterlassen. Also, oh, gefällt, gefällt richtig gut. Türchen Nummer 15. Wieder von Estee Lauder. Das ist diese Advanced Night Repair. Für die Augen. Wieder für die Augen. Diese Augencreme hier ist übrigens 5 ml. Kenne ich sehr gut. Das ist jetzt ein Drittel von Full Size. Reicht für sehr, sehr lange Zeit. Also jetzt ist für 2 Monate. Meine Lieblings übrigens Augencreme von Estee Lauder. Also das gefällt mir wirklich so gut, dass sie haben keine diese Miniatur für das Gesicht reingepackt für die Augen, weil für die Augen, man hat davon sehr lang. Sehr schöne Verpackung, man könnte zum Beispiel jemanden verschenken, aber klasse für mich. Türchen Nummer 16. So, das ist jetzt etwas ganz Leichtes. Wahrscheinlich wird ein Füllungsprodukt. Nein, klasse. Das ist jetzt von Yves Saint Laurent, ein Lippenstift, wahrscheinlich in Farbe Nummer 70, Reisevision. Und das ist eine wunderschöne Farbe. Ich denke, ich habe diese Farbe. Und Qualität beim Lippenstift von Yves Saint Laurent sind so, so gut. Super. Das ist Farbe, der meistens wurde Leute gefallen. Man sieht, dass ich habe lange Kamm in meine Hände heute. Meine Haare haben heute lange keine Kamm gesehen. Ja? So, dieser Lippenstift gefällt mir auch richtig gut. Boah, ich habe jetzt reingestellt und ich habe vergessen, welche Nummer war das? Das war, ich denke, Nummer 16, oder? So, jetzt ist Türchen Nummer 17. Das ist jetzt Full Size. Oh. Handcreme Forest Grace Nourishing Prebiotic Complex Anti-Pollution. Das ist ja toll. 50 ml. Wow, mit Probiotikum. Das ist ja fantastisch. Das ist das, was wir brauchen. Auf jeden Fall. Was hilft für unsere Haut wieder regenerieren, schnell regenerieren. Made in Spain. Okay. Also richtig gut, oder? Richtig schicke Verpackung. Und das ist Unisex-Verpackung. Man könnte eigentlich auch Männer schenken. Aber ich habe schon verstanden. Ja, ich schenke schon nichts mehr. Ich bin... riecht nicht... nee, riecht doch leicht. Ganz leicht, dezent. Genau das, was ich mag. Tatsächlich ganz leichte Fluid-Konsistenz, die spendet Feuchtigkeit, sehr angenehm.
Fantastisches Produkt. Und 50 Milliliter, ja? Das ist Full Size. Tüche Nummer 18, Estee Lauder. Wir haben wieder Revealing Supreme Plus. Und das ist wieder Augencreme. Your Power Eye Balm. 3 Milliliter, wieder Augencreme. Den habe ich früh auch gehabt. Ja, die ist auch sehr gut. Also diese Creme ist auch super. Jetzt, wir haben so vieles. Die sind alle verschieden. Ich habe, ich denke, alle drei schon gehabt. Tüchchen Nummer 19. Oh, das ist ja klasse. Französische Marke Declaré. Declaré, ich denke, so heißt genau. Anti-Imitation Serum Stress Balance. Eigentlich Declaré Marke. Die ist berühmt dadurch, dass die entwickelt Produkte für empfindliche Haut. Hier 10 Milliliter. Ich wollte von dieser Marke schon lange etwas auszuprobieren. Tüchchen Nummer 20. Etwas schwer. Klasse. Klasse, ich wollte schon lange haben. Von Narcisse Rodriguez. Mousse Noir Rosé Fochio. Oder Parfum 7,5 Milliliter. Ich war nicht sicher, ob ich würde diese Duft an mir ertragen. Deswegen freue ich mich auf diese Probchen. Die ist natürlich auch nicht ganz günstig. So, und ja. Und oh, schick. Schaut, richtig schick. Tüchchen Nummer 21. Ihr seht, sehr groß. Und. Von Marc Sensei Double Delivice Beautiful Silk Skin. Warum ich so atme, weil Sensai, es ist das gleiche Problem wie Shiseido, sehr viel Alkohol. Also meine Haut könnte leider nicht ertragen. Wir haben eine Lotion und eine Emulsion, wahrscheinlich um Gesicht zu abwaschen. Jedes Produkt hat 7 Milliliter. Kurze Teepause, weil ich habe tatsächlich von Anfang sehr... sehr, sehr Gas gegeben und ja, es ist irgendwie ein bisschen frech, in 10 Minuten den ganzen Adventskalender auszupacken. So, jetzt haben wir noch ein paar Tüchchen. Muss Spaß sein. Tüchchen Nummer 22. Oh, das ist eine schicke Duft von Guerlain Aqua Allegorie. Und wir haben Neroli Vetiver. Oh, das ist ganz tolle Eau de Toilette. Das ist natürlich sehr leichte Duft, der ehrlich gesagt hält bei mir, ich weiß nicht, ungefähr vielleicht eine Stunde. Aber das ist Sommerduft und das ist normal. Boah, wie viel hier? Keine Ahnung. Also das ist sehr, sehr... Ah, hier, ich denke, ich sehe, oder? Nee, sehe ich nichts. Also dafür meine Augen sehr schlecht. Ja, das ist diese originale Miniatur. Oh, ich liebe diese Düfte. Ich habe davon auch früh gehabt. Ich habe die alle gerne benutzt. Die sind so, so schön. Im Sommerzeit, im Frühjahr, die sind alle sehr schön. Tatsächlich, dieser Duft riecht so, wie das hier steht. Nach Zitrus, ja. Nach Neroli, Vetiver. Das ist übrigens Unisex-Duft. Könnte auch Männer sehr gut benutzen. Sehr, sehr, sehr schöne, frische Duft. Tüchchen Nummer 23. Diese Tüchchen ist sehr groß. Wackelt sich nicht, wollte ich sagen. Schüttelt sich nicht. Hier Stück Stoff, was ich sehe. Ah, okay. Das ist jetzt eine kleine Kulturtasche von Marke Estee Lauder. Die ist richtig gut. Ich liebe diese Kulturtasche und die ist richtig schön. Also das ist so Stofftaschen. Und da drin, also da ist etwas drin. Das wollte ich sagen. Etwas da drin. Ich denke, das sind Make-up-Produkte, so wie ich sehe. Hier, ich sehe als erste von Estee Lauder Double Wear Stay in Place Lip Pencil in die Farbe 18 Nude. Genau für meinen Geschmack. Ich denke, das ist meine erste Lip Liner von Estee Lauder. Oh, der ist richtig schön und sehr cremig. Wunderschöne nude Farbe. Würde passen für fast alle meine Lippenstifte, weil das ist genau diese Richtung, was ich mag. Hier haben wir Estee Lauder Advanced Night Repair. Das ist dieses Serum, die über die Nacht repariert unsere Haut. Ich habe tatsächlich für mich die auch in diesem Variant so kleine... Wie viel hier? Hier ist sehr wenig Produkt, aber ich habe sehr oft in einem Set für mich auch die früh gekauft. 7 Milliliter. Genau, das
In dieser Kulturtasche war noch drittes Produkt beim Estee Lauder, denn ich wollte euch hier auf dem Tisch zeigen. Leider beim Videoaufnahme meine Speicherkarte war absolut voll. Deswegen ich muss euch jetzt zeigen Produkte, paar Produkte, die wurde nicht aufgenommen. Also hier war drittes Produkt von Estee Lauder Nummer 420. Das ist, ich denke, eine Full Size Lippenstift. In einem wunderschönen Farbe für Alltags, einfach nur perfekt. Ich denke, das ist die Farbe, die ist wirklich sehr, sehr beliebt. Verzeiht mir bitte, dass auch Türchen Nummer 24, ich musste euch hier jetzt hinter Kamera zeigen, leider auch dieser Moment wurde nicht aufgenommen. Also sowas ärgerlich habe ich noch nie gehabt. Aber ich zeige euch hier, dass Türchen 24 befindet sich in die Mitte des Kalenders und das ist der größere Box überhaupt in diesem Adventskalender und der ist voll mit Probchen von Marke Sisley. Und erste Probchen ist Eau de Parfum. Das ist übrigens Klassiker von Sisley und übrigens wunderschöner tatsächlich Duft. Sehr beliebter Duft, der heißt so. Ich weiß nicht, wie kann man das richtig lesen. Eau de Parfum, das ist ganz kleine Probchen. Riecht sehr schön, elegant, teuer. So, hier ich sehe sehr viele Probchen. Deswegen mache ich einfach so hier vor mir. Ah, Gott sei Dank, hier gibt es noch ein Make-up-Produkt. Okay. Okay. Die alle Probchen sind von Marke Sisley. Und bin ich ein bisschen enttäuscht, ja? Aber na gut, nicht ganz, weil hier, ich sehe, gibt es einige Produkte, die sind mega. Und Marke Sisley ist sehr, sehr teuer Naturkosmetik. Ich habe schon davon früh für mich ausprobiert. Na gut, ich zeige euch. So, erstmal ganz kleine Probchen hier wirklich. Das ist 1,5 Milliliter Serie Sisley. L'Integral Anti-Age Firmenkonzentrat Serum. Auch wenn mir wurde sehr gut gefallen, wurde trotzdem nicht kaufen. Diese Marke ist zu teuer und ich weiß nicht. Ich finde, muss nicht unbedingt sein. Jetzt noch eine zweite, ganz kleine, 2 Milliliter. Oh, ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen enttäuscht. Na gut. 2 Milliliter, wieder diese Serie Sisley L'Integral Anti-Age Creme Contour. Ah, jetzt ist für die Augen und für die Lippen. Na gut, für die Augen und für die Lippen 2 Milliliter, das ist schon sehr gut. Also, dafür freue ich mich. Von diesem Augencreme dann wenigstens habe ich tatsächlich sehr lang. Dieses Produkt kenne ich sehr gut. Ich habe schon früh genau in dieser Größe eine Probchen gehabt. Das ist ganz tolle Black Rosé Skin Infusion Gesichtscreme. Hier ist 10 ml. Reicht tatsächlich auch für sehr lang, weil originale Größe 50 ml. Und diese Serie Black Rose, also die ist wirklich eine Bestseller bei Marke Sisley. Die Creme ist wirklich reichhaltig, aber für mich zu viel diese... Ich habe Gefühl, das sind tierische Öle oder so. Für mich das ist ein bisschen zu viel davon, ja, und die riecht sehr intensiv tatsächlich. Aber diese Maske ist tatsächlich große Bestseller beim Sisley. Es war eine Zeit, wo ich denke, alle wollen diese Maske unbedingt auszuprobieren haben und alle haben geschwommen von dieser Maske. Ich habe früher auch eine Probchen gehabt, auch diese 10 ml, die aber auch zu, für mich zu viel diese pflanzlichen Extrakten, die riechen sehr intensiv. Wie gesagt, ich habe Gefühl hier wie ätherische Öle. Reizt meine Haut. Aber die macht tatsächlich Haut wunderschön. Die ist sehr reichhaltig, die ernährt Haut super, die polstert Haut auf. Also wenn ihr keine empfindliche Haut habt, ihr werdet begeistert von dieser Maske. So, ja. Ah, schade, ich will nicht. Ich wollte tatsächlich diese Maske auch benutzen. Oh, die ernährt Haut so, so gut. Wenn man hat sehr trockene Haut, die riecht so gut. Und von Sisley Gentle Makeup Remove. Ah, okay, das ist jetzt etwas um Make-up entfernen. Face und Augen. Free Cleansing Lotion. Ja, das ist eine Lotion. Okay. Ihr seht, hier ist 30 ml. Und jetzt zum Schluss, wir haben einen Lippenstift aus dem Pappe gemacht. Le Fitte Rouge. Wunderschönem Design. Das ist tatsächlich Pappe-Verpackung. Sisley.
Nummer 42, dunkelrote Farbe, die wahrscheinlich sollte zum Weihnachten passen. Wahrscheinlich wurde zum Weihnachten abgestimmt. Das ist jetzt ganz kleine Probchen-Variant. Übrigens von Sisley, ich habe noch bis jetzt keine Lippenstifte gehabt. Auf die Kamera sieht sehr intensive Farbe. Also in Wirklichkeit, das ist mehr dunkle Farbe. Hier, hier, genau. So ungefähr hier könnt ihr, ja? Ja, ihr merkt ja, mit Türchen Nummer 24 bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich habe tatsächlich erwartet, dass da wird, ja, Parfum vielleicht, ja, vielleicht 30 Milliliter. Ja, genau. 30 Milliliter von High-End, das kostet auch sehr viel Geld. Aber, wenn ehrlich zu sagen, wenn man diese Türchen Nummer 24 tauscht mit anderen Türchen, die hat mir hier besonders gefallen, oder zum Beispiel etwas, was ist im Full-Size, wie zum Beispiel Biotherm, dann, ich denke, man wird anderes reagieren. Ich denke, unsere Probleme, dass wir müssen etwas Größeres sehen. Ja, ja, das muss Full-Size sein. Ich denke, das ist unsere optische Probleme eigentlich. Also wir haben hier viel, viel mehr Produkte als 24 Türchen. Und mit diesem Adventskalender, man könnte tatsächlich anfangen. Wie ihr seht, wir haben hier ganz tolle Pflegeprodukte und meistens für die Augen, was finde ich von diesem Adventskalender war ganz tolle Entscheidung, weil davon tatsächlich Mensch hat, was sehr lang und Augencreme sind meistens auch sehr, sehr teuer. Von diesen Marken sowieso. Deswegen im Gesamtadventskalender absolut fantastisch. Ich bin wirklich sehr begeistert. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wie findet ihr diese Adventskalender. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ihr habt mit mir heute auch Spaß gehabt. Bis zum nächsten Mal. Eure Nathalie. Ciao.